Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Paul. Ja, ihr wisst es eigentlich. Warum mache ich da noch ein großes Tamtam drum? Wenn sich das eh nicht lohnt, weiß doch eh jeder, was jetzt nur noch auf meinem Display-Channel kommt. Ne? Genau. Aber wir scheinen hier wirklich in einem anderen Teil von einer anderen Höhle zu sein. Das finde ich doch mal sehr nice. Ja, wir gehen zuerst hier lang. Einfach so. Sonst auch mal zurückgegangen. Okay, du hast das. Ja, dann bin ich hier. Haben wir uns in einem Wasserbeutel aufgefüllt? Ich hoffe, ja. Ja, Hammer. Gut. Dann braucht man nicht so viele Sodas, wenn es die hier nicht so gibt. Das hier scheint aber wirklich eine komplett neue Höhle zu sein. Laut Karte zumindest. Und ich hoffe halt wirklich, dass wir hier den Kletterhaken finden oder irgendwas halt. Irgendwas, das uns weiterbringt. Ja, okay, eigentlich kann uns nur noch der Kletterhaken weiterbringen. Alles andere brauchen wir nicht. Hier gibt es auch eine Kettensäge und bla und bli und blub. Aber wir brauchen nur den Kletterhaken. Darum hoffe ich, dass das endlich ein neuer Teil von der Höhle ist oder sowas. Oh, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Muss jetzt ganz oft auf die Karte gucken. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal. Wow, kleiner Leck. Gehen wir jetzt einfach mal. Oh, super. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Ja, okay, anscheinend will das Spiel, dass wir dort angehen. Ich weiß, ihr seht das wahrscheinlich nicht so gut, aber ich sehe es. Aber ziehen halt. Boah, nein, ich sehe gar nichts. Ja, aber wir haben ihn erwischt. Auch wenn ich nichts gesehen habe. Okay. Dich habe ich auch nicht gesehen. Okay, wir sollten die Waffe wechseln. Wechsel die Waffe. Ich sehe nichts. Ich sehe nur einen Schatten. Ach, hier ist es ja mal wirklich viel zu dunkel, Leute. Sorry, wenn ihr jetzt nichts gesehen habt, aber mir ging es genauso. Mir ging es nicht anders. Sind wir hier jetzt? Irgendwo Neues? Ich habe keine Ahnung. Also es scheint so, als würde ich diesen Bereich noch nicht erkundet haben. Irgendwie so. So, und du kommst dahin, mein Freund. Und du kommst dahin. Dann machen wir eine mega fette Grillparty. Und gerade habe ich doch noch einen Pfeil gesehen. Ja, nice. Da will noch jemand mitkommen zur Grillparty. Gern doch, wo bist du denn? Da bist du. Alter, warum bin ich auf einmal so overpowered? Auf einmal sterben sie alle direkt. Gut, dieses Mal müssen wir noch kein Menschenfleisch essen. Wir haben noch ein bisschen, aber echt nicht viel. Sammeln ein paar Knochis. Wer kennt die Knochis? Ich kenne sie nicht. Es
Geh doch mal weg mit deinem Scheißschädel, Alter. Was will der ganze Zeit da mit dem Schädel rumspielen? Okay. Ach, Mann. Sogar hier drücke ich immer noch das falsche die Tastatur und so. Ja, das meine ich. Jetzt schon wieder das falsche gedrückt. Verdammt. Das waren jetzt, glaube ich, alle, ne? Ich kann nur hoffen, dass das wirklich eine Höhle ist, die wir noch nicht haben. Da. So. Aber einerseits sieht es halt bekannt aus, andererseits sagt die Karte, nö, hast du noch nicht. Dort sind Babys. Schwer zu sehen, aber dort sind Babys. Sorgen wir mal dafür, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Ich zeige euch jetzt mal, was ich von der nächsten Generation so halte. Nämlich das. Ja. Traurig, aber wahr. Komm. Nicht getroffen, das gibt's ja nicht. Ja, das ist halt der scheiß Tisch im Weg. Ich sehe sie gar nicht richtig. Dann ist es auch noch dunkel, das heißt, ich sehe sie sogar noch weniger. Loch, wo bist du? Und warum macht der mal wieder sein scheiß Feuerzeug aus? Lass es an. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht mal. Da. So. Scheiß Baby, Alter. Ich hasse Babys. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Interessant, interessant. Ich kann kein Stöckchen mehr aufnehmen, ich würde es aber gerne. Wie könnte ich noch mehr Stöckchen aufnehmen? Halt ich den scheiß Feuer an, das macht mich immer voll nervös, wenn der seinen Kackfeuer nicht anmacht. So das aufnehmen. So, ach ja, stimmt. Stöckchen aufnehmen. So, kombinieren. Was kann man da jetzt noch machen? Pfeile kann man noch machen. Wie viele Pfeile haben wir denn? Ja, super, das lohnt sich nicht so wirklich. Knochenpfeil lohnt sich auch nicht so wirklich. Okay, das heißt, wir haben jetzt wie viele Stöckchen? Ja, hat sich nicht so wirklich gelohnt, ne? Aber wenigstens können wir jetzt ein paar mehr mitnehmen. Was haben wir hier denn? Ein Kreuz. Schnaps können wir keinen mehr mitnehmen, das glaube ich nicht. Ups, fuck! Das wollte ich nicht. Egal, ein bisschen Schnaps tut uns ganz gut. Okay, da ist sowieso noch eine Flasche. Da ist noch eine Flasche. Alter, sind das viele Flaschen. Viele Stöckchen. So,
Die Höhlen sind halt immer wieder Gold wert, ne? So viele Ressourcen, wie man hier finden kann. Oh! Ja, da wollte ich jetzt sowieso mal was ausprobieren. Kann man das auch mit denen hier machen? Ausrüsten mit diesen Bomben, mit den selbstgebauten? Oder braucht man dafür unbedingt TNT? Nein, man kann auch die selbstgebauten hernehmen. Das ist nice. Ach ja, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und wo geht's da weiter? Wissen wir noch gar nicht. Aha. Also ist es tatsächlich eine neue Höhle, die wir hier gefunden haben. Wahrscheinlich die letzte. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, warte mal. Stimmt, wenn hier so viele Stöckchen sind, dann kann man ja wunderbar abspeichern. Auch wenn der Moment eigentlich für mich persönlich gerade nicht so gut ist. Aber hier sind halt so viele Stöckchen. Da lohnt sich das schon. So. Mit was? Mit C. Genau. Sonst jammer ich nachher wiederum. Ich habe nicht abgespeichert. Jetzt kann ich sagen, doch, ich habe abgespeichert, Alter. Jetzt kann mir alles scheißegal sein. Jetzt bin ich unbesiegbar, weil ich abgespeichert habe. Alter. Ja, Mann. Ich bin eine coole Sau. Sonst sind hier keine Stöckchen mehr. Okay, ich dachte, das wären mehr. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Yeah! Scheiß drauf! Okay, ich sehe hier einfach mal gar nichts. Also wenn ihr jetzt nichts seht, dann wundert euch nicht, ich sehe auch gar nichts. Das ist wirklich so krass. Das soll die maximale Helligkeit sein, das ist gar nichts. Kann nur hören. Und hier waren wir auch noch nie, ne? Scheint so. Okay, Leute, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen da durch. In die Höhle des Löwen. Haltet die Augen offen, Leute. Wenn ihr einen Feind seht, dann sagt mir sofort Bescheid, okay? Sehr komisch aus. Achso, das war einfach nur noch nicht richtig geladen. Ich bin hier rauf. Ich bin hier rauf. Ich sagte ja mal, ich bin der König der Welt und das hat sich nicht geändert. Ich würde gerne sagen, dass ich von hier aus einen super krassen Überblick habe, aber ich sehe noch mal nichts. Ich frage mich gerade, wofür dieser Bereich hier überhaupt gut ist. Weil irgendwie ist hier nichts. Okay, diese Kisten kann man wohl ziemlich vergessen, wo nichts draufsteht und so, die nicht besonders aussehen. Ja, geil! Der Arm kommt mir schon entgegengeflogen. Es ist ein sehr gutes Omen. Aber in diesem Bereich waren wir anscheinend schon mal. Naja, wir schauen uns das trotzdem nochmal an, wenn wir schon mal da sind. Nicht genug Münzen und verbrauchen auch nicht so viele. Genau, was kann man eigentlich mit den Münzen noch machen? Nur die Bomben oder was? Ja, Tatsache. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal nachgeschaut. Aber wir haben jetzt schon so viele Münzen. Oh! Warte mal. Warte mal.
Laut Karte waren wir hier schon mal. Habe ich das einfach übersehen? Oh Gott, das wäre so mega peinlich. Das wäre so mega peinlich. Kettensäge gesammelt. Aber ja, Leute, wir haben jetzt endlich eine Kettensäge. Das heißt nichts mehr, einfach nur scheiß Baum fällen. Oh. Ausrüsten. Wie viel Gas haben wir denn in der Kettensäge? Oh, Gas ist voll, habe ich gerade gesehen. Oh, yeah. Wo sind die Feinde gleich wieder? Wo sind die gleich wieder? Ich glaube, es sind keine mehr da. Scheiße, gerade jetzt, wo ich so eine coole Kettensäge habe. Immerhin haben wir jetzt eine Kettensäge gefunden. Das heißt, das Bauen wird jetzt wesentlich angenehmer. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Ich weiß nicht, warum hier unten eine Kettensäge gebraucht wurde. Das überrascht mich dann doch etwas. Karte, was sagst du? Karte sagt gerade gar nichts irgendwie. Für mich gerade ungewöhnlich. Fuck yeah, wir haben endlich eine Kettensäge gefunden. Ich habe schon drauf gewartet. Dafür brauchen wir das Tauchgerät. Und hier für den Kletterhaken. Das ist nicht zufällig der Kletterhaken, nein. Das sieht immer ein bisschen so aus wie ein Kletterhaken. Das ist eine Feuerstelle, aber die braucht man gerade nicht. Okay, dann gehen wir doch einfach mal tauchen. Ja, das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt automatisch angezogen, ne? Läuft das auch genug denn? To-Do-Liste aktualisiert. Ich glaube, ich habe wieder was erkundet, oder? Nicht in die To-Do-Liste gucken, weil das auch gar nicht geht. Hä? Jetzt tauch doch mal nach oben. Wow, das ist sehr verwirrend. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Alles klar? Und jetzt... Hä, ich... Hä? Hier verliert man so leicht die Orientierung. Ist das jetzt einfach nur so da? Kannst du folgen? Druckluftflaschen. Achso, hier sind einfach nur Druckluftflaschen. Achso. Sonst ist hier nichts mehr, oder was? Bitte rauf, bitte. Runter. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Hier sind einfach nur Druckluftflaschen. Ja, toll. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Was ist das für ein Scheiß? Also ich kann zumindest nichts finden. Vielleicht habt ihr was gefunden. Ich konnte jetzt gar nichts sehen. Alter, mach... Dein Feuerzeug an. So, und gleich gucken wir, was sich in der To-Do-Liste aktualisiert hat. Wir wärmen uns jetzt aber erstmal auf, bevor wir wieder sterben vor Kälte, weil es hier so unmenschlich kalt ist, ne? Gucken wir mal, To-Do-Liste, die war hier. Ernsthaft jetzt? Erkunde tote Höhle ist auch fertig. Ja, wenn wir jetzt alle Höhlen abgeschlossen haben, frage ich mich, warum sagt meine Karte, dass wir hier noch weiter können? Und dass wir noch gar keinen Kletterhaken haben.
ist das denn alles hier? Okay, es könnte natürlich daran liegen, dass ich einfach an Kletterhaken vorbeigelaufen bin, genau wie an der Kettensäge, wie es scheint. Warte, sind wir rauf oder runter geklettert? Ich glaube runter. Hier geht es noch mehr runter. Diese Höhle ist sehr verwirrend. Ist verdammt viel. Junge, lass doch dein scheiß Feuerzeug an. Alter, ich nehme jetzt wieder das Katana, weil die Kettensäge geht mir gerade echt auf die Nerven. Ne, ich glaube, wir gehen jetzt doch schon wieder zurück. Ja, doch. Genau, passt. Passt wäre ganz gut. Ja, dann habe ich das anscheinend einfach übersehen. Ja, ich habe halt kein Klebeband mehr. Dann bringt mir das gar nichts. Vielleicht habe ich das einfach übersehen. Das wäre echt mega scheiße. Aber da ist es immer noch gut, weil wir haben noch 300 Baumstämme zum Fällen. Das heißt, das dürfte jetzt etwas angenehmer werden, zumindest für mich. Für euch weiß ich nicht, aber für mich auch nicht. Das wird jetzt aber fett abgespeichert, sage ich euch. Endlich haben wir was gefunden. Ich verstehe das aber nicht, weil wir haben den Kletterhaken einfach noch nicht und die Karte sagt auch, da kann man noch was finden. Also halt hier. Kann man noch was erkunden. Sagt die Karte. Vielleicht hatte ich da damals die Karte einfach noch nicht. Das kann natürlich sein. Denke ich aber nicht. Ich habe die ja schon relativ am Anfang gefunden. Darum glaube ich das nicht. Ich muss hier noch irgendwo den Kletterhaken finden. Ey, ich sehe gerade, wir brauchen nur noch einen Schildkrötenpanzer. Ja, geil. Das interessiert jetzt auch jeden. So, wo sind wir jetzt? Das scheint wieder ein Teil zu sein, den wir noch nicht kennen, den wir noch nicht haben. So. Schauen wir mal, in welche Richtung müssen wir gehen. Nicht in diese. Obwohl, wohin geht's denn, wenn wir in die Richtung gehen? Einfach hier lang, okay. Geht einfach hier lang. Das hat man schon. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Dann gehen wir jetzt mal kurz hier lang. Ich meine, wir haben ja offensichtlich noch nicht alles fertig erkundet. Auch laut Karte noch nicht. Einen kleinen Teil gibt es da noch. Aber der ist ganz winzig klein, also ich denke mal, den werden wir, also den Kletterhaken werden wir hier auch nicht finden, nehme ich mal an. Der ist einfach zu klein, der Teil. Der ist einfach zu klein. Wenn mir wieder kalt wird, ablegen. Anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Oh! Oh! Es geht, Leute, es geht! Macht ihr da unten fette Party? Ja, kein Problem, ich mach mit. Ich mach allzu gerne mit. Das mache ich jetzt extra für meine Abonnenten, dass sie euch besser sehen können, weil die sind so wunderschön. Wie jeder sehen. Kein bestimmten Unternehmen und guckt zu. Hä? Was war das jetzt? Ist einfach rausgegangen. Der ist tot.
jetzt noch die Babys. Ich nehme mal Grill fest. Ah nein, nicht bewegen. Oh, alle auf einmal erwischt. Schön. Grillfest, Alter, Grillfest. Oh, upsa. Das war zwar nicht das, was ich wollte, aber egal. Wen kümmert's? Servus. Ich bin ein bisschen erschreckt. Wir müssen mal essen gehen und ausbauen. Ja. Ich traue mich gerade nicht so viele von den Snacks zu essen, weil wir haben bald nichts mehr. Schon wieder. Immer wieder. Jedes Mal starte ich mit viel zu wenig in die Höhle. Viel zu wenig Zeug. Muss man gut ausgerüstet sein und das bin ich nie. Was sind das für Geräusche hier? Ah ja, ich sehe schon. Okay, dann hat sich das Problem aufgelöst. Wunderbar, Leute. Wir haben es bald geschafft. Jetzt haben wir dann aber wirklich gleich alle Höhlen durch. Oh, bis auf die Einheit natürlich, wo wir im Arschloch der Welt waren und uns zurückziehen mussten. Ja, brennt Licht an. Ich liebe es, wenn meine Feinde brennen. Boah. Das ist wunderbar, wenn mein Feind brennt. Es scheint mir auch hin. Er brennt nicht da. So, ich würde sagen, bevor wir da lang gehen, gehen wir da lang. Ich sehe halt schon, dass es dort auf der anderen Seite weitergeht. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Ich sehe gerade gar nichts. Wow. Aber beim besten Willen nicht dran erinnern. Aber dort sind Koffer. Die schnappen wir uns. Koffer, die schnappen wir uns. Wir brauchen die Snacks. Das ganze Zeug, was da drin ist. Die gehen wir uns jetzt holen. Oder sowas von. Oh, warte mal. Ich glaube, die schwimmen im Wasser. Sprengstoff. Oh, hier sind auch Snacks. Ja, geil. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Nur die Snacks. So viele Stellen, wo einfach mal gar nichts ist, obwohl da sehr gut was sein könnte. Da muss man halt herausfinden. Ja, geh halt drauf. Geh doch drauf, Mann. Wir müssen uns die Körper schlafen lassen.
wo sind die gekommen von da? Warum hast du schon wieder den Feuerzeug ausgemacht? Ich sehe nichts. Was hat die Taschenlampe von dem Kaufgerät an? Wir müssen uns die Koffer holen. Holen wir die jetzt? Scheißegal, das ist alles scheißegal, Hauptsache wir überleben. Dann, warum gehst du nicht darauf? Okay, offensichtlich kann ich mir die gar nicht holen. Ohne dabei komplett alle meine Nerven zu verlieren. Gut, dann tun wir das auch gar nicht erst. Dann haben wir immerhin ein paar gefunden. Wieder Feuer für nichts. Wo ist denn hier das Seil? Oh, doch hier. Ja. Ja, die Koffer werde ich mir da jetzt nicht exponieren, wenn das so nervig gemacht ist. Auf gar keinen Fall. Leute, so hoch bin ich jetzt auch wieder nicht. Wir haben es ja eh bald geschafft. Also, hier müsste irgendwo ein Ausgang in der Nähe sein. Gehen wir da einfach raus. Ganz simpel. Oh, nehme ich mit. Das haben wir aber, glaube ich, schon gesehen. Achso. Das war ja sowieso, glaube ich, nur eine Musikkassette. Ich schaue einfach mal kurz nach. Das sind jetzt vier. Die mit den Nebenwirkungen beschriftet ist, die mit dem Öffnen des Artefakts beschriftet ist, haben wir das schon gesehen. Mittagessen haben wir schon gesehen. Das ist die mit Megans Ankunft beschriftet ist. Das hier weiß ich jetzt nicht, ob wir das schon gesehen haben. Hier. Ausrüstung. Das würde ich mir jetzt gerne mal ansehen. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, du bist ein Idiot, ich weiß. Ich glaube, das hatten wir schon. Upsa, das wollte ich nicht. Ja, du bist ein Vollidiot. Ist mir schon klar. So, jetzt sind wir schon wieder bei 32 Minuten. Ich wollte das nicht so in die Länge ziehen. Aber komm, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch, leider. Ich muss mich halt jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz auf dem PC. Hab schon wieder alles im Stück aufgenommen. Ja, ja, ich weiß. Das sollte man vielleicht nicht machen, wenn man nicht so viel Speicherplatz hat. Aber ich muss einfach. Ist ja scheißegal. Ich nehme jetzt einfach nur Müll. Das ist auch scheißegal. Das ist alles scheißegal. Hauptsache ich überlege hier. Warum macht er da uns sein Feuerzeug aus? Das nervt. Hör auf, dein scheiß Feuerzeug auszumachen. Vor allem nicht hier, wenn es so dringend gebraucht wird. Ich muss ja auch die Lappen einsammeln. Schade, dass da kein Snack drin war. Und weiter. Bewegen, bewegen. Huha, 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 du schaffst das. Kriegst du das hin? Wir haben es bald. Wir haben es sehr, sehr bald. Und Helfer. Hier müssen wir. Und zwar, weil hier der Wetterhaken ist. Brauchen wir nur schnell was, um mich zu wärmen, damit der Wind wieder rumpackt. So, und das trinkt ich nochmal auf. Auch was.
Nehme ich einen Hinweis auf die Kettensäcke. 599, also 600. Wir haben es umsonst gekriegt. Und guckt euch mal hier den geilen Kletterhaken an. Endlich. To-Do-List ist auch aktualisiert. Ja, geil. Leute, geil. Ich freue mich schon irgendwie. Oh, finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Endlich. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere haben wir noch nicht. Also machen wir mal von oben. Finde das Ding, das dir geklaut wurde. Haben wir noch nicht. Bau Verteidigungsanlagen machen wir noch. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Haben wir jetzt. Haben wir auch. Finde einen Weg in den Kessel. Haben wir auch. Also uns fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Ansonsten haben wir alle Höhlen erkundet. Und ja, dann probieren wir unseren lieben neuen Freund den Kletterhaken direkt mal aus. Ich freue mich so, Leute. Endlich! Ich habe 1000 Jahre gebraucht, um die zu finden. Gefühlte 50 Millionen Folgen vorerst hat es gedauert, um den Kletterhaken zu finden. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade langklettern. Bitte einfach mal eh. Okay, wir sind anscheinend irgendwo hochgeklettert. Wollen wir noch zuschlagen? Ja. Gut, dann ist also auch gleichzeitig eine Waffe. Okay, Leute, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg hier rausfinden. Ich hab dich schon gehört, mein Freund. Ich hätte jetzt gerne auf die Kettensäge gewechselt. Scheiße. Ich würde hier gerne rauskommen. Und zwar leben. Viel zu viele. Mit dem so ein scheiß fucking Feuerzeug geht auch nicht mehr aus. Das ist so nervig. So, schnell. Wo bist du? Mach halt. Ach, verdammt. Ich habe mich wieder neu ausgerüstet. Wo bist du? Hätte ich verschwunden mich mal einfach. Jetzt von hinten. Kommt halt her. Und da traut ihr euch nicht. Gegen den Meister. Ich sehe dich nicht. Komm halt her. Warum traust du mich nicht? Wow. Das waren jetzt alle. Aber ich eigentlich denke, dass es ein bisschen mehr waren. Ich hätte das eigentlich sehr gerne mit der Kettensäge gemacht, aber ja. So schnell konnte ich die nicht da herholen. Ein bisschen
Knochenrüstung zurückholen, die ihr mir gestohlen habt. In der Zeit kann ich mir ein bisschen was essen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich mir nicht wieder was von dem abschneiden soll. Aber ich glaube, das nehme ich jetzt dann doch ein bisschen zu weit an. Hauptsache, ich komme hier irgendwie raus. Die hat mich da hinten fertig gemacht, darum bin ich zurückgelaufen, damit ich ein bisschen was sehen kann. So haben sie sich ja auch getrennt, weil es war natürlich ein bisschen zu viel auf einmal. Jetzt pack doch mal die Schädel weg. Pack mal die Schädel weg. Ich hätte die Kettensäge halt wirklich schon echt gerne früher gefunden. Also wenn man die nicht früh genug findet, dann ist es schon ein bisschen krass, ganz viele Bäume zu fällen. Ein bisschen übertrieben krass. Ja, voll. Ihr wisst schon, was ich meine. Das dauert lange. Das dauert wesentlich länger. Und den kann ich jetzt selber nichts machen. So, jetzt haben wir dann eh wieder 7 Stück, das reicht. Vorher auch mal noch ein bisschen mehr. Aber wen kümmert's? Mich. Mich kümmert's sehr. Ich hoffe, wir kommen jetzt dann demnächst mal hier raus. Ich würde jetzt ganz gerne abspeichern. Und wenn möglich nicht sterben. Ach, warte mal, vielleicht habe ich ja genug. Nein, habe ich nicht. Ich habe fast mein ganzes Holz wieder verbraucht. Da hinten brennt ein Licht. Ein Lichtlein. Das Katana ist und bleibt einfach die beste Waffe. Auch wenn die Kettensäge gut ist. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist sie gut. Ja, schön, dass ich hier ein paar Stöckchen finde, aber leider bringt mir das nicht allzu viel. Ich glaube aber, hier waren wir schon. Alter, wie lang diese Folge schon wieder ist. Aha, ja, ja, das sieht sehr bekannt aus. Dann müssen wir jetzt irgendwie einen Weg nach draußen finden. Diesmal kann ich die Folge nicht einfach so enden, oder? Ohne zu speichern. Ich dachte ja schon. Ah, das sind keine Fischis, leider. Oh! Oh! Oh, okay. Dann legen wir das hier erstmal ab und nehmen den Kletterhaken, ausrüsten. Interessant, interessant. Wo kommen die denn jetzt her? Ja, bitte in diese Richtung, genau. Höher vielleicht. Ich sehe halt nicht wirklich viel. Genau. Jetzt. E. Nehme ich an. Seil. Ja, Seil kann man nicht unbedingt verwenden. Es geht wieder rauf. Das könnte was Gutes sein. Aber was ich jetzt noch schnell gucken möchte, mit was kann man den denn kombinieren? Mit gar nichts entfernen, okay? Okay, okay. Es ist okay. Alles ist okay. Oder so ähnlich ging das Lied doch. Ach, warte mal, hier ist doch ein Speicherstand von mir. Ja, geil. Also halt so ein Dings zum Speichern. Ja, ich erinnere mich an diese Höhle. Genau. Ja, nice, Leute. Okay, ich freue mich mega, dass wir endlich den Kletterhaken haben. Das ist
Ah, oh, es wurde echt einfach Zeit. Auch wenn man es vielleicht nicht so merkt, aber ich freue mich krass. Jetzt können wir das Spiel eigentlich demnächst mal beenden. Also ich habe halt vor, noch alles fertig zu bauen. Was wir halt angefangen haben mit der Kettensäge und so. Das alles fertig bauen und dann, ja, dann müssen wir eigentlich nicht mehr so viel machen. So bautechnisch halt. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich wollte ich noch etwas mehr machen. Aber ja, das müssen wir dann gucken. Es neigt sich halt schon doch langsam dem Ende entgegen. Weil guckt euch mal an, wie viel Zeugs wir schon haben, ne? Alles voll. Und normalerweise müsste ich sogar noch viel mehr haben. Also ich müsste schon ein Lager haben und da müsste schon alles drin sein und lauter Zeugs. Ich müsste so unglaublich reich sein. Irgendwie lief es halt diese Runde nicht für mich. Also für meine Verhältnisse. Aber es ist alles in allem sehr gut gewesen bis jetzt. Und ja. Ist der Ausgang? Ist der Ausgang? Okay, ich hoffe halt mal wie immer, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen Forest haben, weil wie gesagt, ich will alles fertig bauen. Und dann können wir das Arschloch der Welt erkunden. Warte, wo ist es denn? Das Arschloch der Welt. In der Mitte. Dort ist es. Alles klar. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.